Hallo WPU, hier nochmal so ein kleiner Abschlussbericht über die Walther PPS M2. Ist eine kleine zierliche Waffe. Allerdings habe ich bemerkt, beziehungsweise Top Gun, also bei mir war, dass das Korn nicht richtig stimmig ist. Also, dass das also, na, wie soll ich sagen, mehr der weiße Punkt Rechtsversatz hat auf der Kimme. Dazu kommt es zu Linksschüssen. Gut, man kann die Kimme. Man kann das Korn komplett weißen, dann haben wir nicht das Problem. Das dazu. Die Sicherung befindet sich hier im Abzug. Ansonsten die Unterschiede zum Vorgängermodell der PPS. Andere Griffschalen, die sind definitiv griffiger. Das geht also. Die Formgebung des Schlittens, des Griffstücks vorne ist anders. Wie schon gesagt, der Magazinauslöseknopf bei der alten PPS ist hier dieser Hebel. Man kann das so sehen hier. Und in der Beschreibung und in der Werbung steht das bei der neuen PPS M2 drin. M für Magazin-Auslöseknopf. Hier. Die beiden Magazine habe ich mal ausprobiert. Sind doch untereinander kompatibel. Aber das alte Magazin, also das Magazin der alten PPS, arretiert nicht. Bei der neuen M2 ist dann wirklich so ein kleiner Abstand. Man kann damit schießen, aber ich kann es nicht empfehlen. Das muss nicht sein. Zur CO2-Kapsel kann ich also sagen, ist also auch recht leicht zu wechseln, den Griffrücken etwas nach oben drücken, ja. So, nach oben drücken und dann haben wir schon die Kapsel hier. Magazin entfernen. Hier vorne im Griffrücken ist ein Imbus. Kann man hier unten dann hier Kapsel arretieren, also recht simpel gemacht. Also mir persönlich gefällt die Waffe, die ist recht klein, so klein wie die Beretta 84 FS also ich finde, sie ist besser gelungen als das Vorgängermodell, wirkt schlanker, nicht so klobig, nicht so plumpig. Also ich mache jetzt hier kein Werbevideo für die Waffe. Aber sie gefällt mir wirklich. Ich mag so kleine Waffen. Ja, das ist also, hat auch einen gesunden Blowback. Nochmal da jetzt ein paar Schuss mit. Ja, hier unten wird gesichert und entsichert. Hier ist ein roter Ring auch. So. Ja, das ist also. Das zu der Walther PPS M2. Eine schöne, gelungene Waffe. Klein, handlich. Sie geht auf 6 Meter, also sehr präzise. Muss ich euch dazu sagen, auf lange Distanzen habe ich hier ein Video gedreht auf 20 Meter. Auch ist aber nicht empfehlenswert. Ich mache gleich noch einen kleinen Schusstest. Die Hecke und Koch Stahl-BPs haben sich als recht gut erwiesen, die also in dieser Waffe also recht gut gehen. So, mit dem neuen Entfernungsmesser, wie gerade ge gemessen, sind knappe 6 Meter. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich weiß es nicht. Ja, ungefähr. So,
Ich habe jetzt die Waffe geladen. Jetzt habe ich natürlich die Waffe, die falsche PPS genommen, die alte. Also wie schon gesagt, in das Magazin passen jetzt hier 19 Schuss rein. Mit der H&K Stahlbewehr. Ich schieße auf die Schüsse, Shoot and See Karte jetzt. Mal sehen, 6 Meter, ich gehe noch einen Schritt zurück. Also 6,5 Meter. Nicht angelehnt, frei anschießen. Keine frische Kapsel. So, das waren 19 Schuss. Ja, enge Schussgruppen. Ich habe die Kimme hier nicht geweißt. Also, wie schon gesagt, sie hat einen extremen Linksschuss. Dadurch bedingt, dass der Punkt auf dem Korn Rechtsversatz hat. Dadurch geht die Waffe hier nach links. Muss man sich also das alles so ein bisschen den Streukreis hier nach rechts vorstellen. Und dann denke ich, dass das also für diese Waffe auf 7 Meter doch recht ordentlich ist. Sie ist noch nicht eingeschossen. Also meine alte PPS geht sogar noch genauer auf 7 Meter. Ja. Füllt dann diesen Kreis hier aus. Ja, schöne Waffe. Macht Spaß. So, um die Schusskraft der Waffe noch ein bisschen zu demonstrieren, habe ich jetzt mal vor, noch ein paar Gläser zu zerdonnern. Ich habe Stahlbewehrs von Umarex geladen. Ja, 19 Schuss. Und ich schieße dann auf ungefähr 6 Meter. Ich habe jetzt die Kimme geweißt. Ich weiß nicht, ob das sehen kann. Damit die Links- oder Rechtsschüsse nicht mehr so stark sind oder jetzt komplett wegfallen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Also ich habe sie geweißt. Mit weißem Edding. Dient auch für Reifenmarker und so. Reifenmarker für Winterreifen, vorne links, hinten rechts. Ja, so, wollen wir mal. Ja. Ganz ordentlich. Jo. Meine Perle kommt ja gleich wieder von der Arbeit. Also, die Waffe hat gut Wumms. Der dicke Bierflaschen steht recht präzise. Meine Perle, du bleibst bei mir. Also, die Waffe ist empfehlenswert. Die geht jetzt in die Verfilmung zum L, Gunrunner. Hallo WPU, ich grüße alle Gäste, alle User, alle YouTuber, alle Langzeit-Tester und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Nobby.